Fans der Netflix-Serie Elite können sich nach Staffel 5 bereits schon jetzt auf weitere Folgen freuen. Denn eine sechste Staffel hatte Netflix bereits nach der vierten Staffel offiziell verkündet. Nach dem Cliffhanger am Ende von Staffel 5 gibt es zudem auf jeden Fall noch eine Menge Klärungsbedarf. Denn hier steht die große Frage im Raum: Ist Samu wirklich tot? Denn nachdem er Benjamin mit der mysteriösen SIM-Karte konfrontierte, die ihn in Bezug auf den Mord an Armando in Bedrängnis bringen könnte, kam es zu einem Handgemenge zwischen den beiden, bei dem Samu nach einem Sturz bewusstlos im Pool landet. Bevor Benjamin den Unfall mit Hilfe seines Sohnes vertuschen kann, werden sie allerdings von Ari, Mencia, Rebe und Omar überrascht. Die finale Szene scheint jedenfalls darauf hinzudeuten, dass Samu das Finale nicht überlebt haben könnte und in den Armen von Omar und Rebe stirbt. Ist nur die Frage, ob Benjamin mit seinen Taten doch noch irgendwie davonkommen wird oder ob sich die Schlinge um seinen Hals noch weiter zuzieht. Seinen Job als Direktor an der Las Encinas dürfte er zumindest los sein, nachdem er am Ende in Handschellen abgeführt wurde und sich nach den Ereignissen in seinem Haus erstmal vor der Polizei verantworten muss. Die SIM-Karte könnte ihm auf jeden Fall noch zum Verhängnis werden, denn am Ende scheint es, als könnte Mencia die Karte aus dem Pool geangelt haben. Wird sie die Karte zurückhalten, um ihren Vater zu schützen, oder sie am Ende gegen ihn verwenden? Durch seinen wahrscheinlichen Tod wäre Samu jedenfalls nicht das einzige vertraute Gesicht, das die Serie verlässt. Auch Cayetana werden wir wohl nicht mehr wiedersehen, nachdem sie ihren Job als Putzkraft in der Schule verloren hat. Ob sie tatsächlich komplett aus der Serie ausscheidet, erfahren wir aber wohl erst mit dem Start der sechsten Staffel. Samus Schicksal dürfte auch entscheidend für die Beziehung von Omar und Rebe zu Benjamins Kindern sein. Wahrscheinlich wird diese Problematik eine zentrale Rolle in der nächsten Staffel einnehmen. Da Omar und Rebe aber auch so langsam mal ihren Abschluss machen müssten, könnten sich die MacherInnen auch dazu entschließen, ihren Figuren in den kommenden Folgen weniger Raum zu geben, um sie allmählich aus der Serie zu schreiben und stattdessen noch mehr Raum für die neuen Charaktere zu schaffen, die in Staffel 4 und 5 dazugekommen sind. Denn neu dabei in Staffel 5 ist unter anderem Isadora, die sich in Philipp verknallt hat und wo sich die nächste Staffel bestimmt auch darum drehen wird, wie sich ihre Beziehung zu dem Prinzen weiterentwickelt. Isadora wurde zudem Opfer eines sexuellen Übergriffs durch mehrere Mitschüler, den sie am Ende bei der Polizei auch zur Anzeige brachte und wo wir in Staffel 6 wohl auch sehen werden, mit welchen Konsequenzen diese Mitschüler rechnen müssen. Dass mit Philipp jemand an ihrer Seite ist, der bereits selbst sexuelle Übergriffe getätigt hat und allgemein ein toxisches Verhalten gegenüber Frauen an den Tag legt, dürfte noch für reichlich Spannungen zwischen den beiden sorgen. Ebenfalls neu dabei ist Ivan und sein Vater Cruz Carvalho, der ein weltberühmter Fußballer ist. Beide haben eine Liaison mit Patrick angefangen, wobei Ivan auch wohl echte Gefühle für den Sohn des Direktors entwickelt hat. Nach einer Aussprache zwischen den drei Männern wird sich in der sechsten Staffel zeigen, welche Konflikte aus dieser Dreiecksbeziehung noch entstehen werden. Ein weiteres Indiz dafür, dass die alte Riege der Serie nach und nach aussortiert wird, zeigt auch die Ankündigung von Netflix für weitere Neuzugänge für Staffel 6. Mit Alex Pastrana, Anna Boquesa, Alvaro de Juana, Carmen Arufat Blasco und Ander Puig stoßen nämlich gleich 5 frische DarstellerInnen zum Hauptcast von Elite. Welche Rollen die 5 neuen Gesichter übernehmen werden und welche Hintergründe ihre Figuren haben, ist zwar noch nicht bekannt, fest steht aber, dass sie allesamt neue SchülerInnen an der Las Encinas darstellen. Da sich die alten Charaktere also nach und nach verabschiedet haben und auch die übrigen alten Serienfiguren bald ihren Abschluss machen dürften, planen die SerienmacherInnen offenbar, sich in Zukunft vor allem auf neue Figuren und neue Geschichten zu konzentrieren. Bis es mit neuen Intrigen, Beziehungsproblemen und weiteren Todesfällen an der Las Encinas weitergeht, müssen wir uns aber noch eine Weile gedulden. Die sechste Staffel von Elite wird laut Netflix 2023 erscheinen, wobei ein Start im Frühjahr als wahrscheinlich gelten dürfte. Alle Entwicklungen zu Staffel 6 sowie zahlreiche News zu weiteren Filmen und Serien gibt es bei uns auf kino.de.